Tagchen, Leute. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich megamäßig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man auf einem kleinsten Raum wie diesem hier über das gesamte Jahr hinweg das meiste Gemüse ziehen kann. Und da kam mir dann die zündende Idee, dass ich eigentlich so ein, ja, vielleicht so ein Urban Farming Gewächshaus bauen wollte. Mit einer Fußbodenheizung drin, womit ich dann auf der einen Seite die Wurzeln beheizen kann und dann natürlich auch genug Temperatur in dem Gewächshaus habe, damit die Pflanzen auch richtig wachsen können. Und auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, man müsste doch eigentlich LED-Grow-Lights reinbauen, sodass man morgens und abends das fehlende Licht im Winter einfach substituieren kann. Ja, und da Christine sich schon immer so ein Hochbeet gewünscht hat, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch mal ein guter Ansatz, diese Idee umzusetzen. Und habe mir dann eine grobe Skizze gemacht. Und als dann die Grundidee fertig war, habe ich meinen Kumpel See angefragt und habe gesagt, hey See, kannst du mir das ganze Ding mal in 3D zeichnen? Hey See, are you finished? I think so, man. Okay, show me, man. So Leute, welches findet ihr besser, das hier oder? Das hier. Thank you very much, man. Genug der Theorie, los geht's. Das müsste so ungefähr passen. Ich guck mal. So, also von den Grundmaßen her ist das so ganz grob, ist das die richtige Richtung. Ich muss das jetzt noch einmal vernünftig nivellieren. Hier in den Stein musst du buddeln, komm mal her. Im Stein hast du keinen Bock oder was? Boah Leute, ich sag's mal so. Erdhubarbeit per Hand ist nicht so richtig mein Ding. Vor allem wenn man sich vermessen hat hier. Weil die Chukis einen ja alle ablenken. Da habe ich die neue Bauleitung, Leute. Was sagt ihr zu den Löchern hier? Was sagt ihr dazu? Alles gut? Ja? Hopp, hopp, hopp. So Leute, das war's für heute, ich bin fertig. Aber viel geschafft, Fundamente drin. Der untere Rahmen ist gebaut. Und jetzt geht's ab in die Badewanne, glaube ich. Ey, morgen geht's weiter, ich freue mich schon, bis später. Ich habe mir hier schon mal die Pläne mit den Maßen ausgedruckt. Ich werde jetzt die Seitenboards schneiden, ich werde diese Boards schneiden und ich werde das Ständerwerk schneiden. Boah, geil, Leute, ey. Der Rahmen steht schon mal unten. Ich bin echt froh, dass ich diese Schrauberei jetzt hier durch habe, weil das ist echt anstrengend. So sieht das ganze Moped jetzt schon mal aus. Ich glaube, ich mache jetzt noch die letzten Kanthölzer rein und dann ist Schicht am Schacht.
Das war's für heute. Ey, viel geschafft, obwohl ich relativ schlapp drauf war heute. Ja, wie ihr seht, Rahmen ist fertig. Die kleinen Chukis haben auch zu Ende gebadet und graben hier alles nochmal um. Und ich gehe jetzt schnell rauf und werde jetzt was essen, weil Livi mich schon vor 10 Minuten gerufen hat. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Freut mich sehr. In den nächsten Folgen zeige ich euch, wie ich hier eine Wärmeisolation reingebaut habe, damit die Wurzeln auch im Winter schön warm bleiben, wie ich das Hochbeet befüllt habe und dann natürlich auch, wie ich die Fußbodenheizung reingebaut habe und die automatische unterirdische Bewässerung. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr mir ein kleines Like hinterlasst oder auch einen Kommentar oder sogar ein Abo. Das wird meinem Kanal auf jeden Fall megamäßig helfen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß auf YouTube und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis später. Ciao, ciao.